Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Ich freue mich tierisch auf Mario. Und eine röhrenfreudige Welt scheint das zu sein. 7-4. Na gut. Okay, cool. Na wohl, geht so. Ein seltsamer Block, der bewirkt, dass wir diese Dinger steuern können. Wem's gefällt. Okay, ich kenne mich hier fast gar nicht mehr aus. Lol. Aber gemeinsam können wir alles schaffen. Das ist cool. Bewegende Röhren gab es auch schon in Mario World. Aber ein bisschen zu selten. Ich fand die eigentlich sehr innovativ. So, alle eingefroren. Hast du meine Ruhe? Aber hier gibt es mehr als genug. Oh, verdammt. Das war unschlau. Hupsa. Hey, die erste Münze. Ansprung vor the win. Und ab in die Röhre. Die einzige, die sich nicht bewegt. Ich glaube, in die bewegenden Röhren kann man eh nicht rein, ne? Zeig mal her. Zack. Oh, verdammt. Unschaffbar. Und der Checkpoint ist unser. Moment mal, Eisblume? Bin ich so geistesabwesend? Natürlich wollen wir die Eisblume! Oh, Moment. Im richtigen Zeitpunkt, bitte. Das nenne ich vielleicht einen Kampf. Ich sehe eine Sternmünze. Wir ahnen das Schlimmste. Wie genau komme ich denn dahin? So in etwa. Warum sollte ich den Block wieder ausschalten? Hat keinen Sinn. So gefällt mir das. Das ist ein schöner Level. Gefällt mir wirklich. Und vor allen Dingen bislang erfolgreich. Hallo Koopas! Koopa Trooper. Kommt nur her. Ich werde euch alle den allerwertesten versohlen. Wenn ich darf. Okay, komm her. Wie zum Geier soll man da drankommen? Von rechts? Na gut, so wichtig sind mir die roten Münzen dann auch nicht. Ganz im Gegenteil. Also musstest du noch mal tanzen? Oh, du Tanzfreak. Ey, der DJ Bobo unter den Koopas. Und es darf nicht wahr sein. Da ist auch nichts drin. Seid ihr belämmert? Ist ja so eine schöne Neuerung, dass die Koopas alle tanzen, wenn ihre Melodie erklingt. Bandsprung bitte. Warum machst du keinen Bandsprung? Okay, weil du nicht an der Wand bist. Und schon ist das Ganze wieder ausgeglichen. Na, was soll's. Leck die Kuh. Und, ja. Wo versteckt sich die dritte Münze? Wahrscheinlich kommt sie erst noch. Na, dann komm mal her. Liebe Plattform. Und so. Und so. Och, Kind. Irgendwie muss man das ja bewerkstelligen. Ich denke, nach rechts zu springen ist einfacher, als nach links den Schwung zu nutzen. Habe ich jetzt kein Item benutzt, ist aber dumm. Whatever. So, erstmal aktivieren das Ganze. Gut, genug gefällt. Wir wollen mal weiterkommen. Es war doch alles nur für Unterhaltungszwecke gedacht. Oh Mann, warum nimmt... Ja gut, wir müssen mehr Anlauf nehmen und so. Dann können wir auch da was erreichen. Gut, ich sehe keinen Grund, meine ganzen Pilze zu verballern, deswegen... Alles in Butter. Außer, dass ich fehle. Dass ich schlecht bin, stumm bin. Wenn ich so meine Kommentare durchlese, bekomme ich immer neue Erkenntnisse. Okay. Ja gut, jetzt fängt es an, langweilig zu werden. Komm, Leute. Wer mir jetzt noch zuschaut. Okay, mir schaut keiner mehr zu. So in etwa habe ich mir das gedacht. Ich kann auch einfach so dadurch, das freut mich umso mehr. Da ebnet sich ein schöner Weg. Das ist gut gemacht, ehrlich. Eine nette neue Idee. Wird immer vorgeworfen am neuen Mario Bros. 2D spielen. Das gibt's doch nicht. Würden die Ideen fehlen, aber so kleine Kleinigkeiten hier, die machen schon den Bock fett. Also, ja.
Ich find's gut. Hey, Moment mal. Ah, nee, doch nicht. Ja, die Koopas, dass sie da so rumlaufen, das schmeckt mir nicht so. Blaue Röhre, kann ich da rein? Naja. Nur in welche, die sich nicht bewegen, können wir rein. Da wieder, da war wieder DJ Bobo, habt ihr es gesehen? Warum ist hier kein... Jetzt ist hier was, oder was? Für nur war da nur eine Münze drin. Hatte ich ja schon. Also es gibt kein größeres Power-Up, es gibt nur einen Pilz. Interessant. Oh, verdammter Mist! Du hast mich erschossen! Aber Mario ist nahezu kugelsicher. Ja, okay. Wenn die Kugeln auch da mit... im Tempo eines... ja... Oh Mann! Diese Röhren sind nahezu unberechenbar und dann kommt dieser Mist. Okay, okay, gut. Ich muss in die rechte Röhre, das bringt auf jeden Fall irgendwas total Cooles, aber... Hipsa! Guter Sprung! Das war vielleicht eine blöde Stelle. Hard Rock! Oh, ich dachte, ich springe auf das Ding drauf, so war's doch geplant! Ich wollte drauf springen! Habe ich aber nicht gemerkt. Dammit! Mein Leben hat nun keinen Sinn mehr. Außer diesen Level zu schaffen. Und genau das tue ich jetzt. Und zwar hier im Schnelldurchlauf. Okay, die schwierige Münze, Achtung. Richtig, mit ein bisschen Anlauf ist das hier null Problemo. Zap, zap. Und ab dafür. Wobei, so ein cooler Level, den kann ich gerne auch mehrmals spielen. Ich find's geil. Dann dürfte noch ein Level warten und dann schon das Schloss. Und dann sind wir in Welt 8, Leute. Ich denke, wir kommen gut voran. Falsch gedacht. Nicht Spaß. Okay, okay, okay. DJ Bobo. Nee, nee, geh weg. Aufgepasst, was jetzt rauskommt. Und zwar... Nix. Habt ihr das gesehen? Da kommt nur... Oh, das ist wieder so ein DJ Bobo. Nee, so und so und so. Wie heißt der Kerl? Na, wie heißt denn dieser... Detlef D. Soos, den hab ich gemeint. Wow, das war echt fies. Was soll das denn? Da kann ich schon niemals ordentlich drüber springen. Aber so gefällt mir das. Wir sind nur klein. Das ärgert mich ein wenig. Müssen wir jetzt wieder drauf springen? Ach nö, das ist doch scheiße! Okay, genau so soll es auch sein. Oh, what the fuck? Ah, Mann! Ich drehe die Bude zusammen. Ich habe gedacht, den Level machen wir mal so eben durch. Hier, ein, zwei Minuten. Nein, der halbe Part. Da bringt die innovative Idee hier auch nichts mehr. Okay, Anlauf. Irgendwie war das dumm. Ich hab's auch nicht geschafft. Wie komme ich jetzt überhaupt zurück? Kann ich da drauf? Ja. Nein. So. Nochmal von vorne hier. Okay. Da muss ich halt mal versuchen, mein Power-Up zu halten, mein Pilz. Wir kriegen da vorne doch eh wieder einen Pilz. Wir müssen halt den Kugel wie die Sturm da überleben. Um so weiterzukommen und diese... Dancer hier. Diese ganzen... Dies und... Patrick Nuss und... Ach, ja. Komm, Bobo, geh weg. Warum echt bei dem auch immer die Musik so ist, ist... finde ich guter Zufall, dass die Endmusik irgendwie, wenn der ganze Track vorbei ist und wieder von neu anfängt... ausgerechnet immer bei dem einen, ne? Der DJ Bobo der Herzen. Für immer und ewig. Oh Mann, ey. Schon wieder nicht geschafft.
Dann muss ich halt das da vorne schaffen. Mein Gott. Das ist der optimale Kugelwilli. Wenigstens das gelingt mir immer. Jetzt rein da. Also beziehungsweise sammel. Das war vielleicht knapp hier. Okay, wir haben's. Und sterben jetzt bei dem Versuch, da hochzukommen, ne? Ja, das... Es ist zum Verzweifeln. Naja, okay. Ausrastfaktor ein bisschen runterschrauben. Ich denke, das hier wird eine lange Nacht. Wenn ihr sehen würdet, wie lustlos ich jetzt schon die Fernbedienung hin und her schwenke in einer Hand, was diese Plattform hier angeht, wüsstet ihr, wie es um mich bestellt ist. Einfach wie eine Kerze mit einer Hand geradeaus. So, Pilz behalten. Und nicht von den Dancern. Hier ist es echt mal von Bedeutung, dass die dancen, weil sie damit ihre, ja, ihren Laufrhythmus verändern. Danke! Einfach ab dafür. Wir sind zu schnell bei DJ Bobo. Okay, komm her. Dancer haben uns diesmal einen Gefallen getan. Das klappt nicht, das wird nicht klappen. Oh, geil, ich bin noch groß. Aber das sind mir zu viele hier. Nee, ich hab's geschafft. Und trotzdem will ich den Pilz nicht unbedingt verlieren. Das ist immer so eine schöne Absicherung. Oh nein. Hatchrock. Was macht ihr denn? Warum ballert ihr so blöd? Weil die, wo man direkt davor steht, die ballern halt nicht. Ja, super. Kommt jetzt die Zielfahne, bitte. Oh Gott, abgedreht, total bekloppte Röhre. Wupp, wupp. Naja, was soll's. Was ein Schmarrn. Da müsste man Anlauf nehmen und sich von der hochtragen lassen und im genau perfekten Moment springen. Ja. Mario sagt ja. Ja. Ja, dann fangen wir schon mal an mit 7,5, denke ich mal. 7,5. Jo, hallo, kleine Gumbas. Ach, der Kram. Der ist aber nicht besonders schwer gewesen, oder? Was ist mit dir los? Eine Münze? Glaubst du es schon nicht? Glaubt ihr, euer kleiner Mist? Propeller, Propeller. Na, kommst du bitte. Oh Gott. Ich bin dankbar. Ein Propeller ist immer cool. Kann man so coole Sachen machen. Was wollt ihr eigentlich mit eurem Rauch da? Nur, dass ich nichts sehe? Ich sehe aber. Oh Gott. Bald nichts mehr, ne. Okay, ich kann damit den Weg frei machen. Also, die Sicht. Checkpoint for the win. Oh, cool. Aber... Das wird so gemacht. I remember that. Crazy German. Ich erinnere das. Och, du... Oh, bin ich froh, dass ich nochmal... Dass ich es nochmal gecheckt habe. So, Achtung, ganz fies. Jetzt durch diesen Level kommen wir wieder so schnell durch, wisst ihr? Ja, klar. Verstehe ich nicht ganz. Ist doch crazy, sexy motherfucker. Haben mich Leute schon angesprochen, das ist dieses Lied da. Ne? Ja, das Schloss wartet. Das ist aber cool. Werden wir in diesem Part aber noch nicht anfangen. Wir machen lieber noch eine Runde mit Lucky Two. Und dann im nächsten Part das Schloss. Yeah. Oh je, Notenblöcke. Oh, soll ich sie Grün-Weiß-Blöcke nennen? Oder Werder-Bremen-Blöcke? Weiß nicht. Oder Wolfsburg, VfL Wolfsburg. Oder
Was haben wir noch Grünes? 1860 München spielt manchmal gegen Grün. Es gibt doch Grün-Weiß Darmstadt, aber das kennt keiner, weil das ist halt die 800. Liga. Okay, Leute. So viel dazu und im nächsten Part weiter mit dem Schloss. Also bis dann und ciao.